Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Fallout 4 Video. Heute zeige ich euch, wie ihr die beste Powerrüstung im Spiel kriegt, und zwar die X01 Powerrüstung. Einerseits, was ihr wissen müsst, ihr müsst Level 28 sein, bevor diese Rüstung spawnt. Das heißt, sonst bringt es euch nichts. Ich habe zwei Locations, wo ihr diese Rüstung findet, und die erste ist im leuchtenden Meer, wie ihr gerade gesehen habt, bei der verlassenen Hütte. Wenn ihr an diese Hütte ankommt, dann seht ihr einerseits diese verlassene Hütte, die ganz zerstört ist, und einen tollen Gartenstuhl und ja, eine Rüstungswerkbank, und gleich darin liegt ein Toter, neben ihm liegt ein Koffer, worin sich der Schlüssel befindet für diese Türe hier, wo es zur Anlage K21B geht. Ja, Billy, der Name Bill, hat seinen Schlüssel verloren, hat es nicht mehr geschafft, in die Anlage zu kommen. Und wenn ihr da unten seid, ich überspule das jetzt mal schnell, dann findet ihr diese Rüstung, die auch aus Fallout 2 bekannt ist, wie ihr hier seht. Auf jeden Fall erinnert sie ziemlich an diese. Ich weiß nicht genau, ob es diese auch ist, aber das ist das Erste, was mir in den Sinn kam, als ich diese gesehen habe. Und ja, ihr seht, hier geht es einfach mal durch diese riesen Untergrundanlage. Wenn ihr euch bedenkt, die waren dafür immer gesperrt und sind unten wohl auch verendet. Wie ihr da ein paar Informationen dann kriegt durch die ganzen Logdaten und so, die da unten liegen. Kein schönes Ende. Die wir gleich durch Atombombe sterben und ja, gleich instant zu sterben und nicht irgendwie langsam zu verhungern. Kein allzu schöner Tod. Auf jeden Fall finde ich hier ziemlich viel Loot, wie ihr hier seht. Ich bin hier einfach mal durchgelootet, wie immer, wie ihr mich kennt. Ich bin ja so oder so immer überladen. Und ja, da gleich ganz unten findet ihr gleich diese Rüstung. Einerseits ist diese aber nicht ganz komplett, wie ihr gleich seht. Bei der fehlt ein Arm und ein Bein, aber ich werde euch gleich nach dem zeigen, wo ihr die ganze findet. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt, ob das random ist, ob die ganz spawnt oder nicht hier unten, aber bei mir ist sie auf jeden Fall nicht ganz. Auf jeden Fall hier unten findet ihr, da links seht ihr schon die Powerrüstung. Oh, da ist sie. Ja, da wollte ich schon mal rein, aber habe vergessen, dass ich meine ja nur anhab. Und deshalb erstmal meine ausziehen. So. Und da geht's auch schon in die perfekte Powerrüstung. Meine alte hier kann ich gleich mal da lassen, aber so nicht. Und ihr seht, ich bin schon überladen. Aber diese Powerrüstung sieht so richtig, richtig badass aus. Ihr seht, diese Rüstung sieht so richtig badass aus. Ich denke, da werden die meisten Gegner von euch Angst haben. Auf jeden Fall ist diese, ist das die zweite Rüstung, genau in der Nähe des Custom House Towers, den ihr da finden könntet. Könnt in einer Nähe von Diamond City, mehr oder weniger Nähe. Auf jeden Fall müsst ihr da nicht in dieses Haus rein, sondern ein bisschen mehr Richtung Westen rennen. Da findet ihr den Court 35, also 35er Court, wie auch immer. Wenn ihr da jetzt reingeht, ich habe das im Nachhinein nochmal gefilmt, weil ich das ganz vergessen habe aufzunehmen, geht ihr da rein und wenn ihr da drin seid, geht ihr nicht rechts, nein, ihr geht da nicht hoch, sondern ihr geht hier links gleich mal in den Fahrstuhl rein. Und wenn ihr da oben seid, dann werdet euch gleich mal was begrüßen, denn es wird oben eine Tür haben. Okay, ich habe hier ein bisschen vorgespult, aber ihr seht schon, ein Aggressatron und ein Wachbot werden dann auf euch zukommen, welche ihr erstmal besiegen müsst. Und die halten ziemlich viel aus. Ich mache hier mit meiner Custom AK richtig hier irgendwelchen Schaden an. Und ja, die müsst ihr erst einmal down kriegen, bevor ihr die Rüstung kriegen könnt. Ihr seht gleich, es war das am Ende, nachdem mich Nick mal wieder blockiert hat. Ihr seht, der Wachbot hält halt verdammt viel aus, wie er halt ist. Und muss man den erstmal zur Strecke bringen. Und langsam aber sicher hatte ich den auch mal down. Das Problem war halt, ich hatte kaum Munition, und als ich ihn dann endlich down hatte, mit jeglichen Schüssen, was weiß ich nicht alles, ja, gleich mal nochmal verkrüppelt, wunderschön, besten Dank. Seht ihr, hier rechts und links, wo die Gegner rauskamen, hatte zwei Knöpfe, da drin ist die Rüstung, diese Knöpfe müsst ihr erst einmal beide betätigen, und dann kommt ihr auch schon zu dieser richtig, richtig tollen Rüstung. Und ja, wenn ihr diese Rüstung habt, gibt es noch, hier, ihr seht, die ist komplett alles dran. Was das Geile an dieser Rüstung ist, ist, wenn ihr das Licht anmacht, leuchten nicht die Lampen, nein, es leuchten die Augen. Richtig, richtig badass. Und richtig geil. In diesem Sinne, ihr seht es gleich, ich mach gleich mal das Licht an. Jetzt erstmal hier nochmal schöne Rundumsicht im Dunkeln. Jetzt hier, tolles Licht. Und hier, das sieht doch mal badass aus. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Bald gibt es ein weiteres Fallout-Video. Ich arbeite da momentan ziemlich dran. Mir fehlt noch ein kleiner Teil, bis ich den habe. Dauert noch ein bisschen. Ich hoffe mal nicht allzu lange. Aber deshalb würde ich sagen, danke, dass ihr noch immer so treu dabei seid. Und ich hoffe, es gefällt euch, dass mir ein bisschen Fallout kommt. Würde ich sagen, wenn ihr mir sehen wollt, könnt ihr gerne subben. Wenn nicht, auch nicht. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat,
dann freut es mich, wenn nicht, es wird nicht besser. Und deshalb würde ich sagen, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.